Willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic Heroes 6, weil mir das mit seinem Ich-renn-mal-durch-Spielchen so langsam auf den Keks geht. Werden wir uns jetzt einmal nach unten porten. Dann, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Festung ist ziemlich weit im Süden, da hochzulaufen dauert lange, aber geht nicht anders. Einfacher Port an diese Festung. Den Stall holen. Und dann hochlaufen. So, währenddessen müssen wir weiter ausbauen. Wir müssen versuchen, hier möglichst mehr Leute zu bekommen. Auf geht's. Euch nehmen wir noch mit, weil ihr nichts könnt. Das Komische ist, dass 193 von denen da angezeigt wurden und trotzdem stehen 64 von denen hier. Das ist doch doof. Weg mit dir. Die brauchen immer so lange. Geschafft. Nur Gold. Erfahrungspunkte werden wir im Kampf gewinnen. Gold reicht mir erstmal aus. So, jetzt haben wir hier die beste Festung. Dann ist die schon mal gut verteidigt, wenn Sarah irgendwann mal Leute kriegt. Jetzt kommt er von da. Das ist nicht die Possibility. Der macht mir echt Probleme. Finde ich langsam gar nicht mehr witzig. So, die können wir nicht mal alle mit in die Armee nehmen. Das war dumm von mir. Kristalle. 1, 2. 1. So, dann haben wir 4. Und können erstmal die Muddis aufstufen, um die Muddis zu kaufen. Einfaches Stadttor. Ab nach oben. Und jetzt holen wir ihn von dieser Seite. Natürlich portet er sich weg, aber jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vorteil, was das Laufen angeht. Und sind schon mal ein Stückchen weiter. Sehr gut. Ja, das gefällt ihm nicht. Da muss er jetzt durch, als Lurch. Das ist nur ein Burgfried. Nicht zum Erobern. Aber das da ist zum Erobern. Port Mehren. Sollten wir das nicht erobern? Heimzahlung. Erobert die Stadt Port Mehren. Genau. Besiegt die Dunkelelementare. Ja, das kommt später. Gut, von Port Mehren aus können wir uns dann später porten, deswegen habe ich jetzt keine Angst mehr. Der soll ruhig versuchen, in die jeweiligen Festungen zu gehen, das ist mir egal. Weg mit ihm. Ich hoffe, er ist auf Macht geskillt, dann habe ich hier wenigstens ein bisschen Ruhe. Auf geht's, Feuerball auf euch. Abwarten. Die Muttis gehen auf die Heilerin. Die Heilerinnen werden geschützt. Ein Teufel ist weg. Die Heilerin heilt sich selber. Wir gehen auf die da. Nee, du bist Kanonenfutter. Die schützen sich alle gegenseitig, indem sie um sich rumstehen. Wir porten oder kopieren dich dahin.
Aua. Ein Engel stirbt. Er hat seine Fähigkeit eingesetzt, das war ziemlich dumm. Die bringt ihm jetzt nämlich auch nichts. Die hat die hier geheilt. Wir dürfen noch zaubern. Feuerball auf die da, dann sind die schon mal weg. Keine Fernkämpfer mehr. Er hat die wiederbelebt. Das ist nicht so schön. Ganz ruhig, wir schaffen das. Im Moment können wir nicht zaubern, wir gehen so auf die da. Egal wo ich hinlaufe, ich mache die nur fertig, wenn ich dahin laufe. Okay. Sehr gut. Fraktionsfähigkeit auf die da anwenden, da reinporten. Dann sind die schon mal abgelenkt. Die Halbhüppis werden immer noch geschützt. Dann gehen wir weiter auf die da. Oh, hat er mein Tor kaputt gemacht. Bin ich ja ganz traurig. Okay, jetzt lohnt sich auch wieder ein Feuerball hier vorne. Sehr schön, du gehst auf die Halbhüppis. Das ist, um ehrlich zu sein, ein ziemlich epischer Kampf. Finde ich toll. Ach ja, stimmt, die leben ja auch wieder. Total vergessen. Sehr gut, die können kaum noch was. Jetzt sind nur noch die Greifen und die da gefährlich. Der Rest, der bleibt in der Festung. Oder auch nicht. Upsala. Na, nicht auf meine Muttis. Gut, die Fraktionsfähigkeit ist auf dem höchsten Level. Jetzt können wir sogar die Teufel reproduzieren. Die stellen wir mal damit hin. Wow, und die sind gleich da und gleich 10. Sehr nice. Die können wir gleich drinnen kämpfen lassen. Hammer. Echt geil. Habe ich schon mal gesagt, dass ich meine Fraktionsfähigkeit lieber mag als deine? Mit dir konnte ich nie etwas anfangen. Ich weiß wieder, warum ich in der normalen Menschenmission verloren habe, deswegen. Oh, armer Teufel. Gut, du kümmerst dich um die hier weiterhin.
Mutti darf irgendwie nicht. Die durfte auch schon lange nicht mehr, weil die immer angegriffen wird. Oh! Ach, er hat den verzaubert, dass er sie angreift. Das ist ja nice. Nette Sache. Nee, das bringt mir nichts. Abwarten. Sehr schön, der ist schon mal weg. Sehr gut. Tötet euch gegenseitig. Ich liebe meine Teufel. Gudi, das war zwar der Teufel, aber er hat viel erreicht. Sehr geil. Gleich nochmal reproduzieren. Ja, das ist eine Sache, die der Computergegner auch nie macht, weil der vorher immer die Teufel vernichtet. Nein, weil er vorher immer hier die Fraktionsfähigkeit früher einsetzt. Und das bringt ihm ja nicht viel. Okay, nur noch die Greifen, dann haben wir es geschafft. Wenn Greifen, die Greifen, 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 Greifen. Das war's. Och, endlich. Und aufgrund dieser Reproduzierung haben wir sehr viel gespart. Ruhm sei Elrath! Wir haben die Gesichtslosen vertrieben! Heute wird gefeiert! Ich bin kein Dämon. Nicht wirklich. Gestern war ich für euch ein Gesichtsloser. Wie? Die Dämonen sind weg! Nach Sheok verbannt! Die Gesichtslosen sind überall! Das verstehe ich nicht! Öffnet das Tor und legt die Waffen nieder. Sonst nehme ich die Burg mit Gewalt. Es wäre leichter, ihn zu töten. Elrath wird seine Unschuld verstehen und Asha gibt ihm ein neues Leben. Er wird die Illusion niemals ganz abschütteln können. Neues Ziel verfügbar. Besiegt Mondbart. Ein letztes Mal. Da ist er. Und er hat natürlich ziemlich viele dabei, aber es ist relativ niedrig. Ihn zu töten wird einfach. Jetzt brauche ich bloß ein paar Kristalle. 10, um genau zu sein. Das Schöne ist, dass wir jetzt noch besser handeln können. Gut, die Festung gehört uns. ...22 weitere von euch. Euch beide kann ich sogar aufstufen, dann hätte ich noch bessere Teufel. Ich werde Mondbart jetzt ein letztes Mal besiegen.